kurz und schmerzlos? Fast. Also, da muss man sich hier echt konzentrieren. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Wir beschädigen die Form. Also, wir gehen jetzt hin mit dem Flammenwerfer. Rennen wir erstmal ein bisschen rein, dass die jetzt hier erstmal auftauchen. Genau. Dann rennt er nämlich hier die halbe Bude an. Dann können wir den nämlich abfeuern. Ich kann den nicht einschätzen. Ja, okay, sagen wir mal so, wir müssen auch lernen, dem auszuweichen. Es ist aber irgendwie für mich gerade ein bisschen schwierig. Meine Taktik ist ja mal reinrennen und auf gut Glück sterben. Es ist einfach so, weil ich auch nichts anderes kann. Yeah. Ich renne hier einfach im Kreis, nichts kann mir passieren. Brenn, brenn! Okay, er hat mich einmal erwischt, okay. Einmal geht noch. Wo ist denn der? Oh, also Gegner aus dem Blick verlieren ist immer eine ganz schlechte Idee. Da ist er ja. Okay, das ist schon mal... La. Na, so fangen wir das gar nicht an, Ey, ich wollte nicht abgebissen werden. Hallo? Gut, wobei, das muss man jetzt schon sagen, das war der stylischste Tod, den wir in diesem ganzen Spiel hatten. Aber ey, hallo? Okay, wir haben eine Plasmakanone. Wir haben eine Sägekanone. Wir haben eine Nicht-Plasmakanone und wir haben Flammenwerfer. Okay, ich schieße jetzt einfach mit dem Teil auf du. Okay, jetzt nachladen. Okay, jetzt. Irgendwie ist die Waffe doch um einiges effizienter, als ich dachte. Okay, der lebt aber noch. Okay, aber er ist weit weniger schnell. Du kriegst mich nicht, Okay, er ist hinter mir. Okay, wir haben jetzt Munition für zwei Waffen verballert. Für zwei. Gott, dieses Viech macht mich fertig. Ja, komm, nimm die Plasma-Energie. Dann haben wir für die Waffe wenigstens wieder was. Also die Waffe war jetzt die effizienteste. Ich dachte immer, der Flammenwerfer wäre das. Kopfzerbrechen. So, weiter.
Boah, Alter, Leute, für dieses Scheißvieh habe ich mindestens 10 Energieknoten verdient. Ohne Käse, das war jetzt... Das war jetzt echt kein Spaß. Es war echt kein Spaß. Ich muss sagen, diese Viecher, die machen einen ganz schön fertig. Gott. Credits. Haben wir das beim Hinlaufen schon übersehen? Also beim Töten der Viecher oder kommen die jetzt erst? Ich will hier wieder raus. Bin echt zu blöd hier. Da hört sich schon wieder so gefährlich an. Hört ihr das? Hört ihr das? Hört ihr das? Habe ich gesagt. Ja. Und es war mal wieder so klar. I can see clearly now, dass wir sterben werden. So, damit wir das Thema auch mal erledigt hätten, speichern wir das Ganze noch. Komm, speichern. Und jetzt speichern wir das Ganze wieder auf den zweiten. Irgendwie speichere ich immer auf 2 Speicherslots. Man kann ja nie wissen. Okay. Meine Lieblingswaffe, mit der haben wir mittlerweile so viel Munition. Ich weiß auch nicht mehr, wohin damit. Müssen wir uns mal drum kümmern, ja. Genau, jetzt müssen wir nach oben. Los, Leute. Oh. Das passiert, wenn man sein E-Mail-Client nicht schließt. Irgendwo vergisst man immer etwas. So, Leute. Ich sag's euch, wenn da oben jetzt ein Viech ist, dann krieg ich einen Koller. Dann krieg ich echt einen Anfall. Ah, schaut mal, wir sind jetzt schon... Gleich sind wir oben, gleich sind wir oben, gleich sind wir oben. Okay, jetzt sind wir... Achso, wir sind da gar nicht. Sag mal, aber wie viele Kilometer fahren wir denn in die Luft? Was habe ich gesagt? Strrr. Nein, heute nicht. Ich sterbe jetzt nicht nochmal. Leute, noch einmal, ich sag's euch, noch einmal hier. Ich wusste, dass sowas kommt. Ich wusste es. Komm. Schlimmste wäre, wenn sowas noch in Aufzügen passiert. Ganz ehrlich, dann kannst du gar nicht mehr aus. Ich will jetzt irgendeine Ebene, das ist mir scheißegal. Ich fahre einfach mal nach oben, weil oben kann ja gar nicht so falsch sein. Ich kriege hier echt einen Anfall. Also dieses Spiel, das macht einen potenziell fertig, Leute. Wenn ihr irgendwann mal den psychischen Kollaps braucht, dann geht in dieses Spiel. Das ist... nein. Ich fahre doch wieder ins untere Stockwerk. Das ist mir viel sympathischer. Hier oben ist doch nur Scheiße, echt. Durchgegangen. Diese Dinger sind sowas wie Biorekombinatoren. Sie nehmen totes Gewebe, absorbieren es und formen es neu.
Eine Iteration scheint den einzigen Zweck zu haben, Leichen zu infizieren. Die anderen, naja, bringen Leichen dazu, wieder andere zu infizieren. Und dieses Gewebe, das wir überall an den Wänden gesehen haben, scheint auch dazu zu gehören. Laut eines Berichts, den ich gefunden habe, ist das ein Habitatwandler. Interessant. Okay, also heißt es, wir werden alle sterben. Und warum sind wir noch hier? Ich passe jetzt ganz genau auf, ja? Ich will nicht nochmal sterben. So, wir haben es jetzt mal geschafft. Also räumen wir erstmal die ganzen Dinge aus. Hier schaut die Musik, die unheilvolle Musik. Es sagt schon wieder, es schreit danach. Schreit danach, ich will gleich sterben. Und dann wissen wir ganz genau, wir werden gleich sterben. Hier, diese Tür, die ist noch geschlossen. Und wisst ihr aus welchem Grund? Weil wenn ich die öffne, kommt mir irgendwas entgegen. Okay, vielleicht bin ich paranoid, ja. Aber nur die Paranoiden überleben. Ich kenne dieses Thema hier schon. Ja, oder sowas passiert. Genau. Funktioniert jetzt... Ich gehe nicht mehr in Extraräume, ich sag's euch. Ich gehe nicht mehr in Extraräume. Nicht mehr. Ende des Vakuums. Es war irgendwie klar, dass ein Scheiß passiert. Was sie da die ganze Zeit flüstern, das macht es auch nicht besser. Hoffentlich kommen jetzt nicht 10.000 Viecher. Okay, eins. Muss ich denn unbedingt da vorne hin? Das ist ein Exorzierplatz. Komm her. Put. Sag doch gleich, dass die Dinger tödlich sind. Verdammt. Na gut. Wie locke ich in diese Viecher da rein, dass die da abheben? Wie? Okay. Diese Sägeblätter. Check. Andere Waffe. Check. Dritte Waffe. Nichts. Vierte Waffe. Moment, 25. Schuss sitzt. Okay, okay, zweite Waffe. Wir doch einen einfachen Schwierigkeitsgrad wählen sollen, aber dann wäre es ja langweilig, also sterben wir lieber. Also das ist langweilig, wird. So, nochmal nachladen. Okay, vier Sägeblätter. Nachladen.